So, okay. Aber ist auch nicht schlecht. Manchmal mögen Leute nur die kurzen Folgen. Ja, alles gut. Gerade jetzt bei GTA. Aber so können wir quasi in kürzester Zeit mehr Folgen rausknallen. Oder raushauen. Gerade für den Fall, dass irgendwo mal was ist. Ja, und ich habe ja den Stream. Du hast einen Stream, ich habe halt noch Let's Play. Alles gut. Ich glaube, GTA ist dann quasi wieder das längste Projekt, was dann wieder vorgelaufen ist. Wollen wir das auch? Das können wir starten. Wir sind, glaube ich, noch nicht ganz im April drin mit den Folgen. Aber so Richtung. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwo weiter am 20. März. Aber so ist das einfach. So kann man auch dann sagen, man lässt mal ein, zwei Wochen Pause machen, gerade weil unsere nächste Woche ausfällt. Und trotzdem wir genug Folgen haben. Mhm. So, nach der Mission werde ich dann mal einen kurzen Toilettenbreak machen. Ja, machen wir dann auch. Genau, alles gut. So, sind wir bald da? Die Frage, die sehr oft die Kinder stellen. Gerade wenn man lang unterwegs ist. Baby? Da kommt sie. Also scheint. Sie kommt immer. Ja, ich mach mal, ich setze einen Markerpunkt. 4,7 Kilometer, diesmal haben wir keine Zeitlimit drin. Das ist ein FRB-Gebäude. Ja, da erinnere ich mich gerade an die Story mit der coolen Mission, wo das Ding abfackelt. Wo das Ding hochjagen muss. Ich fand das so fett. Ich mag eigentlich lieber die Mission mit dem Abseilen dort, wo du den Inder da rausholst. Ja, mit dem Helikopter, ja. Genau. Ja. Ja, es gibt gerade einfach. Ne, ich fand das mit dem ausgemacht. Einfach die Location fand ich einfach fett. Ich fand das Ding ausgebrannt und so muss ich da durch rauskämpfen nochmal. Da durchkämpfen. Es gibt ja die Theorie, dass die Frau, die da den Inder in der Befragung dort bedroht mit der Taschenlampe, dass das die Frau ist aus GTA 4, die dich am Anfang da mit den Drogen hochnimmt. GTA 4 habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht. Oder lange nicht mehr gespielt. Hab ich GTA 4 überhaupt? Ich weiß, was ich weiß, GTA 3, weil City und San Andreas drin hab. Aber und so Lost and Damned übrigens auch. Ja, Lost and Damned basiert ja auf GTA 4. Oh, das habe ich gehört. Muss ja. Ja, da fehlt ja noch der zweite Teil, Ballad of Gay Tony. Aber dazu müsste ich die PlayStation 3 wieder an meinen Aufnahmegerät anschließen und alles. Ja, aber ich habe beide durchgespielt, ohne YouTube damals. Ne, Lost and Damned habe ich definitiv gemacht als Let's Play. Auf jeden Fall fehlt Ballad of Gay Tony noch, eigentlich. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht kommen. Eigentlich war es mal angekündigt, aber es wird nicht kommen, weil ich dafür dass die PlayStation anschließen müsste. Die 3 anschließen müsste. Und das wäre mir dann so viel Umbauarbeit hier. Und ich habe eh genug Projekte momentan, die ich da umbauen habe. Naja, vielleicht kommt es irgendwann mal, ich weiß es noch nicht. Was die Zukunft bringt, weiß ich ja nicht. Wenn ich da mal sage, ich habe extrem Bock, das so mal zu machen. Du hörst auf. Stehl den Brickade. Warum haben wir da meinen. Warum der mal meinen Wegpunkt wegnimmt? Das ist jetzt schon immer eine Mission passiert. Ein paar Feinde sind dabei. Da fehlt der Wohnmobil schon. Einer wollte gerade sagen. Noch 10 Kopfschüsse. Ich hol das Auto. Ja. Während ihr hier. Nerv nicht. Ich glaube, ihr müsst ja mal den Dings freiräumen. Ich komme hier sonst nicht raus. Wo willst du denn da? Welches Auto willst denn du? Na, ihr müsst die ganzen Wohnwagen wegfahren, sonst kommen ja. Wir nicht weg. Ja, ich muss hier gerade mal gucken. Ich helfe mal bei den Gegnern. Ja,
So, jetzt ist mal hier Ruhe. Kev übertreibt wieder. Pff, nur weil ich einen Minigun hab, oder was? Ja, ich räume hier gerade die Autos weg. Die hier gerade nach und nach kommen. Kommt der nächste Dip. So, jetzt kann ich auch rausfahren. Ne? So. Kommt der nächste Feuerhaus. Da kommt der nächste Auto. Genau. Ihr macht mal hier, ich fahr weg. Da kommt der nächste dahinter. Ein riesen Fahrzeug, das kann kein Busch umfahren, das ist, ja, naja. Ja. Komm, wir fahren mit dem Auto hinterher. Weil hier kommen Feinde noch zwar ohne hin, aber... Ja, ich habe hier auch ganz viele. Ja, wir kommen mit dem Auto hinterher. Weil das, spawnt hier sonst endlos, gerade an Gegnern. Jetzt wollte einiges an Feinden weggeschossen, aber wir heilen. Wir sind unterwegs. Sind zwar jetzt ein paar Meter, aber wir kriegen euch schon relativ schnell eingeholt. Komm, weg. Scheiße, das ist keine Wegöffnung gewesen. Zur Absicht. Ja, die fahren mit Sand Kings, die hinterher fahren. So, wir sind gerade auf die Autobahn, also wir müssen euch jetzt gleich kriegen. Weg da! Der eine, der hinter dir war, ist direkt weg. Ich hab den weggerammt. Wir kleben jetzt direkt am, wir kleben jetzt quasi direkt am Arsch. Wir sind weg. Naja. Hat jedenfalls funktioniert. Wird hier rechts abbiegen können. Aber, alles gut. Vorsicht. Ja, ja. Du musst hier vorne hin. Irgendwie. Ja. Das ist nicht immer den einfachen mit dem LKW, ich weiß. Sehr gut, Leute, sehr gut. $38,000. Das war nicht das Höchste, was wir heute verdient haben, aber es ist trotzdem etwas. Kills. Gut, ich hab's auch ein bisschen übertrieben mit der Minigun, muss ich sagen. Ja. Ich habe ja die Autos fast alle weggeschossen, die da kamen. So.